Brandenburg im Aufbruch, Hoffnung und Sorge ist der Titel dieses ZDF-Heute-Artikels auf dem Internet, X ehemals Twitter. Eigentlich wären ja die öffentlich-rechtlichen Medien verpflichtet, der Presse keine Konkurrenz zu machen, fällt wenigen auf, dass sie das doch tun auf dem Internet. Sie sind keine Printmedien und schreiben doch, was die Tastatur hergibt. Aber gut, das ist nur ein Detail. Ansonsten ist dieser Bericht aus Brandenburg so eine Mischung aus Wahlkampfwerbung für die SPD und Anti-Werbung, das heißt Propaganda gegen die AfD. Wer hätte es anders erwarten wollen bei Redaktionen, die fast ausschließlich von Grünen und Roten besetzt sind und dann auch den Gremien, die ja diesen Rundfunk auch kontrollieren sollen, die eben von denselben Leuten besetzt sind. Dort wird ein Mischmasch geboten an Dingen, die positiv passieren in Brandenburg, zumindest nach der Meinung von ZDF heute, worunter Tesla und weitere Projekte. Es ist eine nicht ungeschickt gemachte Mischung von Propaganda und Fakten auch. Das kann man ohne Zweifel sagen. Allerdings halte ich das hier für unbezahlte Wahlkampfwerbung für den SPD-Ministerpräsidenten von Brandenburg.